Hallo meine Freunde von Star Wars The Force Unleashed und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Movie Duel 2. Ich bin der Drabo und ich grüße heute nämlich den Marek. Das passt, weil der Vater von Starkiller Kento Marek hieß. Egal, ich grüße auf jeden Fall noch weiter Ela und Luna, das sind beides Hunde. Und dann auch den Maximo. Das ist Darth Maul und zwar in der Clone Wars Version, der sich jetzt hier an Obi-Wan natürlich rächen will. Dafür, was er ihm angetan hat. Ja, sieht echt so aus wie in Clone Wars. Ziemlich coole Idee, finde ich. Dass das hier auch noch reingebracht wurde. Na dann, los geht's. Was haben wir für Fähigkeiten, die üblichen? Ah, die sind eh alle nicht so effektiv. Na dann, ich rüste mal die Heilung aus, vorsichtshalber. Okay, wir können eh keinen Schaden bekommen. Na dann geht's ja. Können hier auf jeden Fall viel Schaden machen hier. Dem Darth Maul, der natürlich auch trotzdem noch gut kämpft. Mit seinen Roboterbeinen. War's da schon? Ich glaube nicht. Ich denke, der Kampf geht hier auch auf mehreren Ebenen. Vorbei an den Feuchtigkeitsvaporatoren hier links. Zu unserer Linken sehen wir ein paar Feuchtigkeitsvaporatoren. Weiter geht's. Wir wollen ja nicht über Feuchtigkeitsvaporatoren reden. Wir wollen hier Darth Maul besiegen. Ihm die Beine ein zweites Mal abhacken. Und am besten noch den Kopf dazu. Dann ist da vielleicht endlich mal Ruhe hier. Das Duel of Fates läuft auch schon wieder im Hintergrund. Ah, wir treffen ihn auf jeden Fall häufig und hart. Lange macht er es nicht mehr. Aber ich glaube, auf den anderen Schwierigkeitsgraden ist sowas fast nicht schaffbar. Es gibt noch eine Bonusmission, wo man das auch hier macht, allerdings mit Luke. Und Luke hat da ungefähr gar keine Fähigkeit in der Bonusmission. Gerade sage ich noch vom Darth Mauls Kopf. Und schon ist Darth Mauls Kopf weg. Das war ein kurzer Kampf, aber dafür ein ziemlich interessanter. Und Darth Maul kommt auch definitiv nicht wieder nach dem Kampf. Es sei denn, sie nähen seinen Kopf wieder dran, aber ich glaube, das ist in Star Wars nicht mehr möglich. Also Leute, die mit Lichtschwertern durchbohrt wurden oder so, sowas kann man hier alles noch wiederbeleben, aber wenn der Kopf mal ab war, ich glaube, das wird selbst bei den besten Medidroiden in Star Wars wird sowas kritisch. So, Vader's Redemption. Darth Vader's Redemption heißt die nächste Mission. Wir können spielen Darth Vader oder Anakin. Okay, wir müssen uns hier unserer dunklen oder unserer Vergangenheit stellen. Unserer Stimme aus der Vergangenheit, wenn ich das hier gerade richtig gelesen habe. Mit Darth Vader höchstpersönlich werden wir gegen Anakin kämpfen. Das passiert natürlich alles nur in unserem Kopf hier. Und da ist er auch schon, der Anakin. In der Sith-Variante. This is outrageous. It's unfair. You don't know the power of the dark side. I must obey my master. Der Vader, der glänzt auch so richtig schön. Habt ihr es gesehen? Richtig cool. Da können wir uns nochmal hier dieses Ding hier anschauen. Wo Vader gerne mal drinne hockt. Zu entspannen. Der macht hier die ganz schnellen Schläge. Aber nicht mit uns. Der wird hier natürlich ganz schnell geschlagen. Ist witzig, was für Filmzitate sie hier alles eingefügt haben. Gerade, was tut er da? Haben wir ihn schon? Oh, da kommen noch ein paar andere Leute aus unserer Vergangenheit. Da erinnert er jetzt sich dran, wie er die Jedi umgebracht hat im Jedi-Tempel. Darth Vader an seine dunkle Vergangenheit. Was er alles getan hat. Auf seinem Weg auf die dunkle Seite. Vielleicht bereut er es ja schon ein bisschen. Ich meine, spätestens Episode 6 überlegt er sich ja dann noch wieder anders. Yes, Master. I'm looking forward to completing your training. Okay, das war auch nur eine ganz kurze Mission hier, die wir gemacht haben. Aber hey, so eine kleine, nette Bonusmission, da sagen wir doch nichts dagegen, da beschweren wir uns nicht. Freuen uns doch über alles, was wir hier bekommen in dem Spiel. Von daher, glaube ich, war es doch auch mal ganz nett und ich finde die Idee eigentlich ganz cool. So, dann haben wir noch eine Mission hier als
also so aus der alten Trilogie. Wie gesagt, die anderen, so richtig die Filme kann man leider nicht nachspielen von der alten Trilogie. Also, wenn ihr gut programmieren könnt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Movie Duels 3 programmieren, wo man auch die alten Filme nachspielen kann. Oder die neuen Filme. Das wäre natürlich eine coole Idee. So, eine neue Hoffnung heißt diese Mission. So, hier können wir spielen mit Gail Merrick oder mit Darth Vader. Ich glaube, das ist aber eine Gail Merrick-Mission hier. Also eine Force Unleashed-Mission haben sie hier sogar reingebracht. Wir werden sie natürlich spielen, ja. Das ist gerade das Ende, glaube ich. Das böse Ende oder so könnte das sein von Force Unleashed. Kommt mir jedenfalls sehr bekannt vor hier. In dem Gang sind wir schon mal rumgerannt. Starkiller sieht ein bisschen älter aus, finde ich hier. In der Version, aber er ist auf jeden Fall... Er ist trotzdem ziemlich gut geworden, finde ich. So. Ziemlich gut gelungen. Weiß gar nicht, ob sie den komplett neu erstellt haben oder ob sie es da irgendwie geschafft haben, von Force Unleashed aus der PC-Version das da reinzubringen, das Modell. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht er ziemlich cool aus. Und Darth Vader sieht auch ziemlich cool aus. Wir werden Darth Vader natürlich hier besiegen. In einem epischen Duell. Wie wir es auch schon in Star Wars The Force Unleashed getan haben. Da haben wir ihn ja auch schon auseinandergenommen. Da. Die erste Hälfte des Kampfes hätten wir geschafft. Wobei es sind wahrscheinlich sogar mehrere Ebenen. Mittlerweile hört man auch schon, Darth Vader ist ein bisschen angeschlagen. Seine Atmung ist schon etwas kritischer. Wir sind ja natürlich mit dem roten Lichtschwert unterwegs. Könnten wir hier wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob wir die Lichtschwertfarbe ändern können. Wahrscheinlich mit den normalen Cheats, die normalen Cheats aus der, wow, aus dem Hauptspiel müssen ja hier auch funktionieren. Das heißt, man könnte wahrscheinlich hier auch die Lichtschwertfarbe von ihm nochmal ändern oder man könnte ihm ein Doppellichtschwert geben oder irgend sowas, aber naja. Geht ja auch so. Das rote Lichtschwert passt ja eigentlich auch ganz gut zu Gail Merrick. Und der Kampf geht nochmal weiter. Das war es noch nicht. Im Thronsaal im Großen vom Todesstern hier geht es ja eigentlich hier nochmal zum Finale. Vielleicht haben wir auch wieder die Wahl, ob wir hier gegen den Imperator kämpfen oder ob wir doch lieber gegen Vader kämpfen. Yes, kill him, he was weak. Rohan, kill him and take your life and place at my side. So, ich glaube, wir haben wieder die Wahl. Darth Vader angreifen, hier sind wir noch Bail Organa. Oder uns dem Imperator höchstpersönlich stellen. Mal schauen, was wir tun. Wir sollen unseren Pfad wählen. Ich wähle jetzt erstmal Darth Vader, erst wieder die dunkle Seite und werde mich danach nochmal dem Imperator stellen. Damit wir beide Wege gesehen haben. Beide mögliche Enden von dieser Mission. So, mit Vader wären wir gut fertig. Immer wieder die Blitze einsetzen, die mag er überhaupt nicht. Da wissen wir seit Force Unleashed, dass er gegen die Blitze ziemlich allergisch ist. Oder eigentlich wissen wir schon seit Episode 6. Da ist er nämlich auch schon erledigt. Das ging schnell. You have restored peace and justice to the galaxy. What is thy bidding, my master? Mon Mothma hat es da rechts auch schon erwischt. Die liegt da auch schon erledigt bei diesem dunklen Ende von Star Wars The Force Unleashed. Ich gerade wissen will. Oh, ich kann hier auch direkt laden, das ist gut. Dann laden wir direkt hier und spielen nochmal mit Starkiller das andere Ende. So, los geht's zum Imperator. Der natürlich etwas fitter ist als der angeschlagene Darth Vader. Nichtsdestotrotz werden wir auch ihn besiegen. Oder wir werden es zumindest probieren. Seit Force Unleashed wissen wir, dass das auch nichts hilft. Dass der Imperator trotzdem am Ende triumphieren wird. Also ob das Kampfsystem besser als bei Force Unleashed ist, weiß ich nicht. So, Schattenwachen. Zwischendurch mal eine nette Abwechslung. Gegen Schattenwachen kämpfen. Finde ich gut. Macht das Ganze auf jeden Fall noch besser. So, Schattengarde. Mögt ihr auch Blitze? Ja, und wie ihr Blitze mögt. Sehr gut.
Du auch? Ja, du hast geschafft, ein paar von meinen Blitzen zu blocken. Mit ihren Lichtlanzen hier. Und du wirst es gleich erleben, wie es ist, zu verlieren und die dunkle Seite gewinnen zu sehen. Wie sich das bei Star Wars immer gehört, irgendwann. Weg mit dir. Ah, Mist, der kann ja nicht rausfliegen. Schade, ich dachte, ich könnte ihn ganz irgendwo wegschleudern. Aber man kann ihn ziemlich weit wegschleudern. Was mich wundert, ist, dass er die Blitze momentan noch nicht macht. Sonst ist das doch eigentlich eine Angewohnheit vom lieben Imperator, die ganze Zeit irgendwelche Blitze rauszuhauen. Na gut. Leichter für uns, ihn zu besiegen dadurch. Kota ist auch schon da links. Give in. Give in to your hatred. He's beaten. Let it go. It's a trick. He's stronger than you know, and he deserves to die for what he's done to me. Maybe so. But if you strike him down in anger, you'll be right back where you began. Get Bail and the others out of here. I'll be right behind you. Ja, es ist. Da wissen wir, ist da klar draufgegangen. Oder auch nicht. Jedenfalls gab es dann einen Klon in Teil 2. Oder wurde er wiederbelebt. Man hat es, glaube ich, nie so richtig rausgefunden. Naja, auf jeden Fall ist ihm das hier nicht gut bekommen. Der Kampf gegen den Imperator. Der Imperator ist halt auch ein harter Gegner. Der hat ja doch etwas mehr Erfahrung. Aber Starkiller hat sich trotzdem tapfer geschlagen, muss man sagen. Auch in Force Unleashed damals. Hat einen würdigen Kampf hingelegt. So, und damit haben wir alle normalen Missionen einmal durchgespielt. Von Star Wars Movie Duel 2. Aber wie gesagt, ich werde die ja alle nochmal auf der dunklen Seite durchspielen, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, bei welchen gab es, hier gab es keine alternative Seite, hier gab es eine alternative Seite, hier gab es auch eine alternative Seite, also da werden wir auf jeden Fall noch einiges zu tun haben und das war noch gar nicht alles. Es gibt hier nämlich auch noch Extras und da gibt es auch noch mal einige coole Kämpfe, die man da ausfighten kann und, ausfighten ist das, ja, das ist ein schöner Anglizismus. Naja, die werden wir auf jeden Fall auch noch schlagen, diese Kämpfe hier in den Extras, allerdings nicht mehr in diesem Part, sondern im nächsten vielleicht und bis dann, also erstmal werden wir noch im neuen Spiel diese alternativen Enden machen. Dann geht's weiter mit den Extras. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit euch sein. Servus. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.